Auf der Grächner Skipiste ist man Anfang Januar Wintersportler der besonderen Art begegnet. Mit speziell ausgebildeten Helfern haben blinde und sehbehinderte Jugendliche die Schneelandschaften von Grächow erobert. Der Verein Blindspot hat in Grächow ein Winterlager für Jugendliche mit und ohne Behinderung organisiert. Blindspot ist 2005 vom Sozialpädagogen und Snowboardlehrer Jonas Staub gegründet worden. Blindspot ist eine nationale Förderorganisation für Kinder mit und ohne Behinderung, Kinder und Jugendliche. Und mit diesem Namen öffnen wir uns eigentlich allen. Öffnen. Wir haben diese Woche jemanden mit Hemiplegie, also Halbseitenlähmung. Wir haben schon Kinder mit einer geistigen Behinderung gehabt oder jemanden im Rollstuhl. Wir öffnen uns dem bewusst, öffnen, weil wir sagen, wenn der Wille da ist und soziale Kommunikation auch möglich ist, dann sind die Kinder hier am richtigen Ort. Dann können sich die hier entfalten und wir können ihnen etwas beibringen und die ohne Behinderung können etwas Neues lernen. Also wir tun das überhaupt nicht nur auf Blinde begrenzen. Wintersport und blind sein, das ist kein Widerspruch. Also Wintersport bei Blinden und Sehbehinderten ist dann sehr beliebt, wenn sie früh mit dem Schnee in Kontakt kommen. Ältere haben da gar keinen Mut mehr dazu. Also man muss sehr früh mit diesem Thema konfrontieren. Und dann wird es zu einer Selbstverständlichkeit für sie. Wenn mir Leute aus dem Umfeld sagen, ja, was bringt das denn? Die sehen Berge nicht, die spüren doch das alles nicht. Wieso gehst du? Du könntest ja jetzt Training sonst nehmen. Der Fahrtwind, die Stimmung, das Weite, wenn man zu oberst auf dem Gipfel oben steht und rundum ist nichts mehr, das ist einmalig für die Leute. Und durch das, die können fahren, merken die den Druck, den er nicht bei und die Zechen unter die Fersen hineingeht, das ist eine ganz andere Aktivität als auf einem Laufband in einem Fitnessstudio, wo öd ist, sogar ja eigentlich für Nichtbehinderte auch sehr öd kann sein. Also darum ist das eine beliebte Aktivität, die wir durch das eben gerne fördern. Einer, der das ganz gut kann, ist der 21-jährige Mohamed Sherif, der vor 9 Jahren hat angefangen Snowboard zu fahren. Zwischendurch hat er 5 Jahre Pause gemacht und jetzt wieder angefangen. Er erzählt, wie es so ist als Blinde auf dem Snowboard. Also oft ist es eben so, ich habe Handführung, das heisst, er hebt mich und dann fahren wir halt durch die Gegend, durch da. Und dann sagt er halt immer links, rechts, Stopp und so weiter und so fort. Und ja, man muss es mal gesehen haben. Ich vertraue ihm blind so gesehen. Also. Der Begleiter von Mohamed ist der Emanuel Weiss. Er sagt, was wichtig ist, wenn man einen Blinden auf der Piste begleitet. Also man muss einfach sein eigenes Brett einfach unter Kontrolle haben, dass man gross etwas muss überlegen muss und dass man dann kann auf auf eine Fahrt, die man begleiten kann, konzentrieren, wenn es der fährt, und auf die Piste kann konzentrieren, was es für Verhältnisse sind, wo man am besten durchfährt. Dass man eigentlich gar nicht überlegen muss, wie man selber fährt, sondern dass es einfach fährt. Natürlich ist es etwas Besonderes, wenn man blind auf der Piste unterwegs zu sein. Ja, es ist immer sehr speziell. Ein Fakt ist auch zum Teil noch interessant, weil die meistens noch locker auf dem Snowboard stehen als jemand, der noch sieht. Das ist eine spannende Herausforderung. Blindspot setzt auf gut ausgebildete Leiter. Wir haben jetzt die Philosophie, dass wir unsere professionellen Guides zahlen, dass wir denen einen Lohn geben, weil durch das können wir natürlich nachhaltiger arbeiten, die kommen jedes Jahr wieder, sie wissen, sie verdienen. Wir können dafür auch mehr erwarten, auch ausbildungstechnisch und Sicherheit, das ist alles erhöht. Wir arbeiten manchmal, wie im Sommercamp natürlich, mit ehrenamtlichen Helfern, aber sehr oft zahlen wir die Leute und haben dafür eine hohe Qualität. Also die Schneesportlehre jetzt im Wintercamp, die haben alle eine technische Ausbildung, bis hin eigentlich zum Teil wirklich Skilehre auf höchster Stufe, Snowboardlehre auf höchster Stufe und machen noch eine blindenspezifische Ausbildung. Da lernt man, wie man Kommandos gibt, so wie man sie jetzt auf der Piste hat gesehen. Man lernt, auf was man muss achten, Sicherheitsaspekte und so weiter, die Zusatzausbildung haben sie. Einer von diesen Skisportleitern ist der Max Küpfer, der schon zum 5. Mal dabei ist. Er erzählt, wie er dazu gekommen ist. Ja, ich habe eine normale Schulklasse begleitet und habe
dann noch in Saas-Grund einen Kollegen getroffen, per Zufall, der schon bei Blindspot dabei war, im Bus. Und sehr später haben wir uns wieder getroffen und er gesagt, oh, wäre das nicht auch etwas für dich? Und dann haben gefragt, ja, was es denn braucht. Und hat mir das erklärt. Ich habe bei Jugend und Sport einen Kurs besucht, als normaler Skileiter. Ich habe dann eine blindenspezifische Ausbildung genossen im Gstaad. Über 3 Tage, wo ich die Kommandos gelernt habe, wo man selber mit Sichtbrillen gefahren ist, gespürt hat, wie das ist, wenn man nichts sieht, dass man das Gefühl auch ein bisschen Intus bekommen hat. Und habe eigentlich noch im gleichen Jahr im ersten Blindspot-Lager für mich mitfahren können. Die Luise Amrusch ist nicht nur blind, sondern auch geistig behindert. Sie kann Kommandos nicht immer schnell genug umsetzen. Deshalb verwendet man als Sicherheitsmaßnahme ein Seil. In all den Jahren hat es bei Blindspot noch keinen gröberen Unfall gegeben. Mit Grächo hat Blindspot einen passenden Ort gefunden für das Winterlager mit rund 50 Teilnehmern. Wir waren jetzt 5 Jahre in Saas-Fee, 2 Jahre in Sedrun und das Jahr in Grächo. Und wir sind natürlich sehr auf eine gute Zusammenarbeit angewiesen. Also auch Skigebiete, Schneesportgebiete, die uns auch ein bisschen entgegenkommen, die bereit sind, sicherheitstechnisch da natürlich mitzuhelfen. Das ist Pistenrettungsdienst, Bergbahnmitarbeiter, Tourismusoffice. Und da haben wir in Grächo jetzt einen wunderbaren Ort gefunden. Und gleichzeitig gehen wir natürlich vorher schauen, wie sie Pisten, kann man da Vielseitigkeit ein bisschen reinbringen. Und das ist für uns natürlich ein zentrales Thema, oder? Also dass wir eigentlich für alle etwas können bieten können, weil alle ja verschiedenes Niveau haben. Mehr möglich machen, als denkbar ist. Das ist das Motto von Blindspot. Trotzdem ist der Jonas Staub immer wieder positiv überrascht. Ich arbeite jetzt schon sehr lange mit Menschen mit Behinderung und jetzt eben seit 7 Jahren mit Blindspot auch im integrativen Bereich. Und ich finde es schön, dass ich selber immer wieder überrascht werde, was alles möglich ist. Wo ich selber, das ist eigentlich unser Grundsatz. Wir möchten mehr ermöglichen, als wir eigentlich denken. Aber ich werde trotzdem immer wieder überrascht. Jetzt ein Mohammed, der frei fährt, mit dieser Qualität, die das macht, habe ich noch fast nie gesehen. Oder Nichtbehinderte, die sich total auf andere einlassen, die vorher vielleicht komisch gefunden, wie die da reagieren und weggeschaut haben, also auch so im sozialen Bereich. Die Kraft von diesen Jugendlichen, das überrascht mich immer wieder, ob Behinderung oder nicht und im gemischten Rahmen. Und das finde ich wunderbar zum Zuschauen. Aus der Sicht von Blindspot wird auch in der heutigen Zeit zu wenig gemacht für die Integration von Behinderten. Mit Angeboten, die auf gemeinsame Erlebnisse basieren, möchte der Verein dem Prozess entgegenwirken und die Integration weiter vorantreiben.